Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoaufzeichnung Marktanalyse Q&A. Ihr habt in dem letzten Marktanalyse Live Webseminar noch sehr, sehr viele Fragen gestellt, die wir alle gar nicht beantworten konnten. Und daher jetzt dieser Einschub vor dem nächsten Webseminar, noch eure Fragen aus der letzten Session vom 3.3. zu beantworten. Ich bin Mike Thielen und in diesem Video schauen wir uns eben eure Fragen an. Bitte achtet auch auf den Disclaimer am Ende des Videos. So, schauen wir nun mal drauf. Erstmal der Blick auf den DAX, schon mal wahnsinnig gut heute gelaufen, über 3% im Plus. Hier eben die News, Konjunkturpaket in den USA, das jetzt gezündet hat, im wahrsten Sinne des Wortes, weniger Fallzahlen in den USA, was eben die Corona-Infektionen angeht. All das sorgt für Auftrieb. Einen weiteren Blick auf den DAX werden wir wieder am Mittwoch werfen, denn heute soll es ja vor allen Dingen um eure Fragen gehen. Und die habe ich hier mitgebracht, nämlich in Form von Aktien, die ihr euch gewünscht habt, die wir alle gar nicht anschauen konnten und die ich gar nicht beantworten konnte. Jetzt aber alphabetisch mal reingeschaut. Adobe, fangen wir damit mal an. Wie sieht es denn eigentlich bei der Adobe aus? Die konnte sich hier gar nicht mehr gut aus der Affäre ziehen in den letzten 6 Monaten, wenn man so will, nämlich seit September, um genau zu sein. Da, wo auch im Nasdaq eine Korrektur angefangen hat, der Nasdaq aber anders als Adobe noch besser performen konnte und besser laufen konnte. Und so haben wir eine Adobe, die seitdem eben in einer seichten Abwärtsphase ist. Und genauso muss man es auch betrachten, nicht mehr und nicht weniger. Adobe hier natürlich in Mitleidenschaft gezogen, auch vom Tech-Sektor. Der Tech-Sektor, der Schwäche zeigt. Wir haben den DAX gerade gesehen mit 3,4% oder 3,5% im Plus. Der Dow Jones mit 2% im Plus, wenn wir uns den Nasdaq anschauen, aber mit 0,8% knapp im Minus. Und damit haben wir hier eben Schwäche im Tech-Sektor, Schwäche, die sich hier auch bei der Adobe zeigt. Und aber trotzdem im Kontext betrachtet, hat die Aktie vom Corona-Tief bis zum Hoch über 100% zugelegt und konsolidiert jetzt. Und genau das ist, denke ich, das richtige Wort. Sie konsolidiert jetzt, nämlich nicht mehr und nicht weniger passiert hier auch noch in so einer Trendkanalbewegung, die noch nicht nach unten hin verlassen wurde. Und solange sich die Adobe im Trendkanal auch weiter bewegt und diese untere Begrenzung nicht unterschreitet, haben wir hier keine sehr negativen Schlagzeilen, sondern einfach nur, dass sie hier im Korrekturmodus ist, dass die Korrektur jetzt aber trotzdem auch preislich gesehen etwas deutlicher ausgefallen ist mit ja über 20% oder 20% ungefähr. Und solange sich hier keinerlei Gegensignale abspielen, also Umkehrformationen oder aber dass der schlechte Fall, dass wir uns hier außerhalb des Trendkanals nach unten bewegen, haben wir bei der Adobe einfach den Korrekturmodus, der da weitergeht. Das heißt, für Neupositionierung besteht aktuell kein Grund, wenn man das aufgrund von charttechnischen Überlegungen macht. Wenn man aber natürlich langfristig eben investiert sein möchte und der Adobe das Vertrauen schenken möchte, dann könnte man sich eben antizyklische Signale und antizyklische Einstiege vorstellen. Hier, wie gesagt, Korrektur nicht mehr und nicht weniger. Auch als sie hier diese Allzeithochs gemacht hat, Anfang September, hat das Ganze mitgespielt im MACD. Keine Divergenzen, die wir hier sehen. Aber in dieser Abwärtsbewegung sehen wir jetzt aktuell auch noch keine Divergenzen. Und daher haben wir hier keinerlei Handhabe für kurz- oder mittelfristige Positionierungen. Wie gesagt, bei langfristigen Investments muss man schauen, ob man der Adobe hier so das Vertrauen schenken möchte. Sicherlich eine Qualitätsaktie, die sich in den letzten 10 Jahren herauskristallisiert hat, als sie bei ihrer Software vom Lizenz- auf ein Abo-Modell umgestiegen ist. Eins weiter, die Alfen. Alfen
hier beim Thema Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität zum Beispiel unterwegs, niederländische Aktie, und die ist hier deutlicher unter die Räder gekommen als die Adobe. Die war bei über 90, um genau zu sein, war sie im Januar bei knapp 95 und konsolidiert jetzt stark nach unten, im Tief bei ungefähr 60. Und wenn man sich das mal in Zahlen ausdrückt, in Prozentwerten, dann haben wir jetzt hier eine Korrektur von 35% erlebt. Aber hier muss man eben auch sagen, im Kontext betrachtet, passiert sowas immer wieder bei solchen Aktien, die extrem hoch gelaufen sind, ungefähr 500% plus gemacht seit dem Corona-Tief im März 2020 und jetzt konsolidiert sie. Hier muss man ganz einfach dazu sagen, der langfristige Aufwärtstrend, den wir hier bei der Alfen haben, oder auch der mittelfristige besser gesagt, der wird erst gebrochen, wenn sie unter 50 fällt. Solange das nicht passiert, ist hier der Aufwärtstrend weiterhin intakt. Jetzt haben wir hier diese größere Konsolidierungsbewegung, die sich abspielt. Jetzt sind wir eben bei 40%. Jetzt sind wir, oder knapp 40% vom Tief. Und jetzt haben wir hier auch so etwas, was sich darstellt wie so eine Bewegung, die jetzt möglicherweise bald ihr Ende gefunden haben kann. Wir sind auch in der Nähe von der 20-Tages-Linie. Es wurde also Druck abgelassen. Die Aktie war sehr hoch und sehr sportlich bewertet. Wenn man sich die Alfen eben anschaut mit ihrem Umsatz, den sie jetzt auch machen und gemacht haben, hatten wir ein KGV, was im Hoch bei über 150 war. Aktuell ist es noch bei 108 und hier haben wir also etwas, wo man sagen muss, die preisliche Korrektur war eben auch einer deutlichen Überbewertung geschuldet, die da war, und jetzt heißt es eben zu schauen, gibt es hier Umkehrsignale, können die entstehen oder entstehen die eben nicht, und das wird jetzt das Zünglein an der Waage sein. Wenn wir uns die Alfen anschauen, ist diese Abwärtsbewegung deutlich dynamischer als das, was wir bei der Adobe gesehen haben. Denn hier haben wir keine Überschneidung zwischen Hoch und Tief, also zwischen diesem Zwischenhoch, was wir jetzt hier Anfang März gesehen haben, und den Tiefs im Januar, die wir hier erlebt haben bei 77,20. Wir waren im Hoch hier Anfang März bei 73,70, und das ist natürlich eher dynamischer, fünffällig. Das heißt, was man hier durchaus sich anschauen kann, dass sie hier auch nochmal dreiwellig nach oben läuft und dann möglicherweise nochmal fünffällig korrigiert. Das wäre ein aber immer noch schlechtes Szenario, denn dann dürften wir uns nochmal etwas tiefer als das, was wir jetzt hier erlebt haben, perspektivisch bewegen. Also hier ist erst einmal die Luft raus. Hier gibt es keine Umkehrformationen, die wieder nach oben deuten. Und solange das nicht der Fall ist, heißt es hier Alfen für Neueinstiege erst einmal zumindest aus charttechnischer Sicht uninteressant. Trendbrüche, Aufwärtstrendbrüche gibt es erst im Bereich von 50. Schauen wir uns die General Motors an. Auch eine Frage, wie sieht es denn eigentlich damit aus, etablierter Autobauer? Wir hören ja immer nur was von Tesla, von NIO, von BYD, sogar von Lucid Motors. Aber was ist denn eigentlich mit GM? Und GM war ja auch in den Schlagzeilen in den letzten Jahren natürlich auch, aber insbesondere in den letzten Wochen und Monaten. Diese Kooperation mit Nikola, die da auch eine Rolle gespielt hat, wo man da erst sehr euphorisch war und dann recht schnell zurückgerudert ist, als man gesehen hat, okay, Nikola hat eigentlich gar nichts anzubieten und eigentlich können wir nur zuliefern und Nikola macht gar nichts. Und so ist aus der Kooperation so eine kleine vertiefende Partnerschaft gewesen, wo General Motors jetzt anbietet, unsere Batterietechnologie, die könnt ihr nutzen, wenn ihr denn wollt und wenn ihr denn zahlt. Und so haben wir aber auch schon das Thema bei General Motors, Batterietechnologie und eben E-Mobilität. Jetzt kommen wir dahin bei vielen etablierten Autobauern, dass sie eben jetzt auch mal anders wahrgenommen werden, nämlich auch mal aus der E-Mobilitätsbrille.
Dann haben wir die General Motors, wir haben dann auf der anderen Seite noch so eine VW und andere etablierte Hersteller, die in der Lage sind, auch Stückzahlen zu produzieren, was andere eben gar nicht können oder noch nicht können und dadurch dann eben auch einen Vorteil haben durch die Produktion, die eben angeschoben wird. Wir haben so eine Lucid Motors, die jetzt mal über so ein Special Purpose Acquisition Vehicle an die Börse gebracht wurde. Die haben noch nicht mal ein einziges Ding produziert und ausgeliefert und verkauft und waren schon mehr bewertet als oder höher bewertet als eine BMW und andere Autobauer. Und hier ändert sich jetzt auch wieder der Fokus, dass man jetzt hier auch mal wieder etablierten Herstellern Chancen einräumt. Das sehen wir am Kursverlauf der General Motors. Und jetzt sind sie noch in einer Konsolidierung gefangen. Aber es dauert auch nicht mehr lange oder zumindest der Weg nicht mehr weit, sagen wir es mal so, dass der Ausbruch passieren kann. Da war sie bei 56 im Hoch. Jetzt sind wir bei 55, 60, 40 Cent fehlen noch, dass sie hier ausbricht. Entschuldigung, 57,05 war sie im Hoch. 56 war das Opening, was ich da jetzt gerade verwechselt habe. Aber was sehr positiv ist bei der General Motors, und das muss man da einfach so sagen, dieser Aufwärtstrend, der ist hier auf dynamische Füße gestellt worden. Denn es gibt hier zwischen diesen Hochs, dieser längeren Konsolidierungsphasen, die dann eingetreten sind, und den Tiefs dieser Konsolidierungsphasen keine Schnittpunkte. Und jetzt auch wieder nicht, als sie mal unter die 50 Dollar gefallen sind, haben sie bisher auch nicht dieses Hoch hier aus dem November wieder unterschritten, sozusagen. Das ist nicht passiert, das spricht für Dynamik. Jetzt sind wir in so einer Seitwärtsphase zwischen eben knapp 50 und dann eben diesen 57. Und wenn der Ausbruch nach oben erfolgt, Ausbruch aus einer Rechteckskonsolidierung, und dann haben wir genau das auch als Kursziel, nämlich da diese 8, 9 Dollar, die es dann nochmal weiter nach oben gehen kann, in Richtung 66 wären wir da unterwegs, und das wäre eben das nächste Kursziel für die General Motors. Also Aufwärtstrend intakt, Aufwärtstrend dynamisch und mit Fortschreiten des Aufwärtstrends auch noch anziehendes Volumen. An der Stelle, das sehen wir ganz gut, mit steigenden Kursen geht das Volumen nach oben, mit Konsolidierungsbewegungen fällt das Volumen ab, hier auch wieder jetzt in den letzten Tagen. Da fällt das Volumen und jetzt die letzten zwei, drei Tage wieder ein leichter Volumensanstieg. Schauen wir mal, ob das auch zu einem Durchbruch reicht. Wenn ja, prozyklisches Signal und dann sieht's gut aus. Home24 haben wir auch so eine Situation wie bei der Alfen, auch wenn es eine andere Branche ist, aber in dem Falle Corona-Profiteur, sehr stark gelaufen. Home24 vom Tief bis zum Hoch, das muss man sich auch anschauen, Corona-Tief, wir hier hatten bis zum Hoch, da sind wir, wenn ich das Geheimnis lüfte, bei über 900% Kursperformance. Also fast ein Ten-Bagger, wie man so schön sagt, dadurch, dass wir eben natürlich viel im Internet shoppen mussten und dann eben auch quasi nicht nur Büro, sondern eben auch Einrichtungsgegenstände im Internet shoppen mussten. Home24 hat da für den Deutschen die Abhilfe geschaffen und da ist sie nach oben gelaufen. Jetzt aber mit dem Thema Reopening geht sie nach unten. Was negativ wirkt, ist, dass wir hier mit fallenden Kursen steigendes Volumen haben. Das sehe ich nicht so gerne. Das spricht für die Abwärtsbewegung, die jetzt eingeleitet worden ist Anfang Februar. Und die eben auch schon bei weit über 40% sich bewegt hat. Jetzt muss man sich diese ganze Geschichte anschauen. Ähnlich wie wir es vorhin bei Alfen gesehen haben, ist der mittelfristige Aufwärtstrend noch gar nicht gebrochen. Wir haben hier kleinere Trendbrüche, die passiert sind, aber wir haben hier bei 13,25 erst den mittelfristigen Trendbruch. Wir sehen aber auch wieder, wenn wir uns das Thema Dynamik und Korrektur anschauen, dass sich das so ein bisschen angebahnt hat. Dynamische Kursbewegung, wir haben vorhin gesehen, bei General Motors sehen so aus.
Undynamische Bewegungen sehen so aus, viele Überlappungen der Hochs und der Tiefs. Dynamisch war das bei der Home24 bis hier, bis zum Oktober 2020. Und dann sehr undynamisch, sehr viele Überlappungen der Hochs und der Tiefs. Und das ist eben das, was ich da immer wieder auch anspreche. Möchte in meinen Marktanalyse-Live-Web-Seminaren und da haben wir einige Beispiele erlebt, wenn so etwas passiert, ja, es kann noch hochgehen, ja, es kann noch eine gewisse Zeit hochgehen, aber das sind Vorboten dafür, dass wir dann auch eine tiefgreifende Korrektur sehen, wenn sich die Struktur nicht wieder anders darstellt in der Zukunft, nämlich dynamisch. Und wir haben hier das Thema nicht mehr dynamisch und spätestens hier bei so einem Unterschreiten von 1942 haben wir eben das definitive Signal gehabt, denn dann hatten wir das letzte höhere Tief unterschritten, vorher schon einen kleineren Abwärtstrend etabliert, nämlich hier im Bereich von 2266. Also viele Vorboten waren da. Jetzt zieht das Volumen mit fallenden Kursen an. Aktuell auch keine so tolle Geschichte. Wie gesagt, 13,25 ungefähr. Das sind die Tiefs, auf die man achten muss. Wenn es da runtergeht, dann bricht dieser mittelfristige Aufwärtstrend. Wir sind jetzt in der Nähe der 200-Tageslinie. Schauen wir mal, Rebounds, die da natürlich im Bereich des Möglichen sind, aber es deutet immer noch mehr abwärts als aufwärts derzeit. Nestle, auch so eine Frage. Nestle ist immer die Frage der Perspektive, wenn man so will. Langfristig gesehen ist Nestle sicherlich ein schöner Dividendenzahler, wenn man auf die Dividende schaut, denn wenn man sich das seit 2011 anschaut, seit 10 Jahren die Dividende hier mal mindestens immer entsprechend erhöht, auch im Corona-Jahr 2020 noch 5 Cent mehr gemacht an Dividende und für das kommende Jahr und die kommenden Jahre sollen die Dividenden auch wieder steigen. Also langfristige Investments bei der Nestle haben sich da kurstechnisch zum einen, aber auch dividendentechnisch durchaus gelohnt. Wenn man sich das mal anschaut, auch 2011, beispielsweise, da war sie bei 47, die ist jetzt bei über 100, hat sich also verdoppelt, ohne jetzt die Dividenden schon berücksichtigt zu haben. Und wenn man da dann auch immer wieder so 2,5% Dividende einkalkuliert pro Jahr, dann weiß man, was man da auch noch mit verdient hat. Und solche langfristigen Dividendenplayer sind natürlich immer dann interessant, wenn sie korrigieren, wenn man sie günstiger schnappen kann und wenn sich nichts dabei zeitgleich wahnsinnig schlecht am Geschäftsmodell verändert. Und das wage ich mal bei der Nestle zu bezeichnen, dass das der Fall ist. Nahrungsmittel und Konsumgüter, die da eine Rolle spielen. Und natürlich, wenn man sich jetzt auch Inflation anschaut und dann eben auch Preise für Nahrungsmittel und eben für die Sachen, die im Supermarkt zu kaufen sind, anziehen, profitiert Nestle sicherlich auch davon. Und daher ist das eine Betrachtung wert, auch in der jetzigen Phase, wo dann mehr auf Reopening, weniger auf Tech gelegt wird, dass so eine Nestle auch wieder entsprechend performen kann. Jetzt hat sie keine so wirklichen charttechnisch 100% sauberen Signale gegeben, jetzt schon, um auch wieder Kurse von 113, 112 zu sehen, aber sie tut doch einiges dafür. Thema dynamisch oder nicht dynamisch, sehen wir, dass diese Abwärtsbewegungen, die wir jetzt hier seit Ende Juli sehen, nicht dynamisch ist. Wir haben hier Hochs und Tiefs, die sich überlappen. Also spricht das für eine Korrekturbewegung, nicht für einen dynamischen Abwärtstrend. Von daher ist das sicherlich ein Thema hier an der Stelle, auch hier mit dieser kleinen Candlestick-Umkehr, die sich jetzt hier am Tief etabliert hatte. Wenn sie es noch schafft, auf die 105 zu steigen, haben wir diese Abwärtstrendstruktur, die eben alles andere als dynamisch ist, gebrochen. Und von daher langfristig gesehen, wie gesagt, antizyklische Manöver da immer wieder spannend bei Dividendentiteln und
Vielleicht schafft sie es ja auch, genau in diese Richtung dann auch wieder sich zu bewegen. Norma, auch das ein Wunsch gewesen. Wie sieht es denn bei der Norma aus? Und die Norma ist so eine Aktie, die hier in mehrerer Hinsicht interessant sein kann. Einmal Automobilzulieferer, der gar nicht so schlecht auch bei der Umwandlung von Verbrenner hin zu anderen Antrieben, Hybrid oder Elektro, wegkommt. Denn erstens Elektroautomobile, die sind vom Anteil her der verbauten Produkte, der Komponenten der Norma ungefähr so auf dem Niveau wie Verbrenner. Also da keine negativen Konsequenzen. Bei Hybriden sieht das Ganze sogar besser aus. Da werden mehr Komponenten verbaut von der Norma und damit ist der Anteil höher, den man da pro Fahrzeug verkaufen kann. Das ist das eine, also kein so großer Verlierer unter den Automobilzulieferern, wie es andere Zulieferer eben sind. Und dann kommt noch dazu, dass sich die Norma in den letzten Jahren noch etwas anders aufgestellt hat, auch beim Thema Wasseraufbereitung, Wasserinfrastruktur unterwegs ist und damit einen entsprechenden, ja auch unabhängigen oder unabhängiges Segment vom Automobilbereich etabliert hat und damit durchaus zukünftig, wenn man das vielleicht noch ein bisschen ausbaut, in andere und ruhigere Fahrwasser, auch wenn es mit der Automobilindustrie mal wieder korrektiv unterwegs ist, auch führen kann. Und so haben wir jetzt eine Norma, die auch, wenn man sich so diese tiefgreifenden Seitwärts- oder Korrekturphasen, wie wir sie von Sommer bis Oktober erlebt haben und dann eben jetzt auch wieder, haben wir wieder keine Überlappung der Hochs und der Tiefs, die jetzt stattgefunden haben. Jetzt bewegt sich die Norma aber noch in so einer Seitwärts- und Rechtecksbewegung zwischen 45 und hier im Tief bei 38,70. Wenn der Ausbruch nach oben erfolgt, ist das ein Garant für die weitere Erfolgsstory, die da charttechnisch gesehen geschrieben werden kann. Was auch interessant war, als es hier runterging, ging es auch runter mit dem Volumen. Und das spricht eigentlich auch dafür, dass wir uns in einer Seitwärtskonsolidierung befinden und dass wir uns dann eben auch nach oben orientieren könnten. Also Norma, durchaus auch Daumen hoch, wenn das Thema jetzt hier kommt, dass sie sich entsprechend über die 45 hangeln kann, umso besser. Und dann kann man den Blick auch noch weiter nach oben richten. Nächste Ziele, nächste Widerstände sind ungefähr bei 50 Euro. Die SAP, wir schreiten weiter voran im Alphabet. Jetzt sind wir schon beim Buchstaben S und dem Wunsch der SAP. Die SAP heute auch 2,6%, jetzt nachbörslich 2,9% im Plus, aber immer noch quasi schlechter als der DAX unterwegs. Das muss man da auch noch dazu sagen. Und die SAP, die hat sich ja in den letzten Monaten nicht so wirklich gut aus der Affäre gezogen. Hier haben wir ein Unternehmen, das schlechte Nachrichten parat hatte, das gesagt hat, wir schauen die nächsten Jahre nicht auf die Profitabilität, wir wollen uns wandeln und wandeln kostet eben. Und das muss man uns jetzt auch mal zugestehen. Ja? Wird der Aktie zugestanden, aber eben auch mit deutlich niedrigeren Kursen, als hier noch 140 der Fall ist. Und so wahnsinnig positiv bin ich mit der aktuellen Entwicklung auch nicht, denn wir haben bei der SAP eher sowas gesehen wie eine Keilbewegung. Also so ein aufsteigender Keil nach einer Abwärtsbewegung ist dann eher Trend fortsetzen. Der Trend ist ein Abwärtstrend, dass wir hier nach unten gehen. Wir haben eben auch den Durchbruch hier erlebt, der Mitte Februar passiert ist. Und jetzt bewegt sie sich so in so einer Seitwärtsphase, ist genau an der 100-Tages-Linie. Die 100-Tages-Linie hat bis dato in den letzten Wochen immer wieder als Widerstand fungiert und davon ist sie wieder nach unten abgeprallt. Schauen wir mal, wie sie sich jetzt aus der Affäre zieht, aber erwarten, dass sie sich besser oder dass sie besser performt als der DAX,
würde ich an der Stelle erst einmal nicht. Denn dieser Transformationsprozess dauert, A, und B, die Konkurrenz schläft nicht. Und anders als vor noch ein paar Jahren, wo man gesagt hat, SAP ist die Software, die man haben muss, ist das mittlerweile mitnichten der Fall. Gerade weil SAP so ein wenig die kleinen und mittleren Betriebe ignoriert hat, haben die sich natürlich Alternativen gesucht. Und von den Alternativen zu wechseln, wenn man jetzt mal größer wird und dann einfach sagen, jawohl, jetzt nehme ich doch endlich mal die SAP, weil ich es doch jetzt kann. Nein, das ist natürlich mit Kosten verbunden. Und so hat man sich so ein bisschen Geschäft selbst weggenommen, indem man das ignoriert hat. Und ob das nicht nochmal ein schwerwiegender Fehler auch war, der über die nächsten Jahre rauskommt, das muss man eben auch noch betrachten. Und insofern bin ich da aus mehrerer Hinsicht nicht so zufrieden mit der Entwicklung von SAP, mit der Kursentwicklung sowieso schon gar nicht. Aktuell auch noch keine großartigen Umkehrsignale, auch wenn sie nochmal Kursstärke zeigt, muss man schauen, was hier an dieser, ich mache sie mal rot, roten Trendlinie passiert, ob sie da vielleicht nochmal ranläuft und dann wieder abbricht nach unten. Das wären auch so typische Dinge, die nach so einer Keilformation auch nochmal passieren können. Also von daher würde ich da jetzt aktuell noch nicht so viel drauf geben. Nur der Chart, der kann mich natürlich umstimmen, wenn tatsächlich eine Dynamik reinkommen sollte, aber die deutet sich hier auch noch gar nicht an. Schauen wir mal auf den MACD, der könnte uns ja auch noch etwas bringen, aber so wirklich aussagekräftig ist das hier jetzt auch noch nicht. Im Gegenteil, wenn man sich das hier anschaut, im Verlaufe dieser Keilformation haben wir hier abnehmendes Momentum gehabt, höhere Kurse, das spricht auch nicht so unbedingt dafür, dass die SAP auf gesundem Fuße charttechnisch gesehen auch gebettet ist. Von daher SAP, ja, heute mal etwas stärker unterwegs, trotzdem noch schwächer als der DAX und hier im Bereich von 100 Euro, da ist die Messe noch nicht gelesen, sollte man sich vielleicht nochmal anschauen. Warta, ein Thema, was wir uns jetzt hier auch nochmal kurz anschauen, hatten wir in den letzten Wochen ja auch noch häufiger. Trotzdem kam da nochmal eine Frage, wie sieht es denn jetzt aus? Bei der Warta, kurz zusammengefasst, hatten wir auch noch einen Short Squeeze. Hier war der Hedgefonds, der auch bei GameStop sehr aktiv war, bei der Warta stark unterwegs, nämlich mit mehr als 4,5% hat er die Aktie geschortet. Musste die Position glattstellen, um dann eben auch noch genug Kapital zu haben, um bei GameStop nicht zu sehr unter die Räder zu kommen. Dadurch ein Short Squeeze ausgelöst. Der Short Squeeze hat die Aktie über 180 getrieben. Dann hat sie sich jetzt wieder auf Normalmaß stutzen lassen, denn das haben wir jetzt hier gesehen, ging erstmal rapide nach unten. Gleichzeitig haben wir jetzt hier seit diesem Kursabschwung wieder erst einmal seit Ende Januar ein Abwärtstrend. Hier, als wir nach unten gepurzelt sind, als wir die 132, 133 unterschritten haben, da haben wir diesen Abwärtstrend etabliert und der herrscht derzeit vor. Er würde erst dann brechen, wenn wir jetzt hier auch mal wieder positiv wären und vielleicht eine W-Formation etablieren. Und dazu müsste die Aktie über 123 sind es, glaube ich. Ich schaue es mir nochmal an. Das Hoch vom 25.02. 122,90, um genau zu sein. Dann hätten wir sowas wie eine W-Formation und hätten das umgedreht. Auf der anderen Seite wird es erst dann kritisch, wenn die Aktie die 100 Euro unterschreitet. Das, was sie hier quasi als gute Basis im Verlaufe des Oktobers und Novembers ausgebildet hat, wenn sie das unterschreitet. Daher muss man darauf achten. Das sind so die Kursniveaus, die interessant sind. 100 auf der Unterseite und 122,90 auf der Oberseite. Denn dann hätten wir wieder eine Umkehrformation, die sich etabliert hat. Solange das nicht der Fall ist, muss sie sich da erst einmal von dieser rapiden Kursgeschichte, sowohl was den Anstieg als auch den Abschwung angeht, erholen. Und die Verbio zu guter Letzt,
gefragt, wie sieht es damit aus? Jetzt haben wir hier das Kursziel dieser Doppeltop-Formation, die haben wir uns auch ein paar Wochen nicht mehr angeschaut. Doppel- oder Dreifachtop, was sich hier ausgebildet hat, das hat sich jetzt quasi abgeladen. Das Mindestkursziel wurde erreicht. Hier hatten wir 6 Euro nach unten Kurspotenzial in Anführungszeichen bei einem Schwung unter dieses Tief vom 27.01. bei 37,40, also 31,40, das Mindestkursziel wurde erreicht. Wir haben bei 29,37 jetzt oder 28,95 sogar ein Tief ausgebildet oder einen aktuellen Schlusskurs bei der Verbio. Jetzt ist die Frage in den Raum geworfen worden, ist das nicht vielleicht sogar noch eine Schulterkopf-Schulter-Formation, die sich etabliert hat? Und da muss man auch sagen, ja, gutes Auge. Hier haben wir die linke Schulter, hier oben der Kopf, das war das Mehrfachtop und hier die rechte Schulter und dann auch noch eine Nackenlinie, die unterschritten worden ist und damit kann sich auch ein weiteres Kurspotenzial nach unten ergeben, nämlich hier eher in der Richtung 23, 24 Euro. Das wäre eben nochmal ein Potenzial nach unten. Die Verbio, die hat sich natürlich auch super gut entwickelt seit dem Corona-Tief und seitdem eben auch extrem gut performt. Die war bei 5,90 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, im Tief ist jetzt hier auf 43 gelaufen und hat damit eben auch schon extrem viel performt. 640% ungefähr hat sie zurückgelegt von dem Corona-Tief bis zu dem Zwischenhoch. Und jetzt konsolidiert sie auch natürlich vom Hoch aus gesehen durchaus recht viel. Auch da sind wir im 35%, 40% Bereich. Und wenn man sich jetzt die Aufwärtsstrecke anschaut, die ich jetzt hier mal mit Fibonacci Retracements dargestellt habe, sind wir hier noch nicht mal 50% korrigierend unterwegs gewesen von dieser Strecke. Also das könnte eben auch noch blühen. Da sind wir im Bereich von 25 Euro. Und jetzt muss man sich diese Entwicklung anschauen. Mit so einer Schulterkopf-Schulter-Formation ist das ein Thema, was hier durchaus möglich ist. Aktuell haben wir jetzt einen Kurs außerhalb der Bollinger Bänder. Wenn wir morgen ein höheres Hoch machen, also über die 29,70 ungefähr laufen, haben wir Rebound-Potenzial. Das Rebound-Potenzial kann dann da durchaus nochmal in Richtung 32 und auch 34 laufen und damit eben auch noch hier an diese Nackenlinie heranführen, als Pullback in Nackenlinie und dann möglicherweise nochmal nach unten gehen. Aber so stark war sie bis dato nicht mehr. Bisher ist sie da immer mal wieder schon früher gescheitert und von daher bildet sie aktuell wenig Kursstärke aus und ist damit eben auch im gleichen Beritt wie andere solcher Anbieter von Biokraftstoffen, Verbio, die hier durchaus noch weiteres Korrekturpotenzial hat, wenn der Fokus nicht wieder zurück auf das Thema Green Energy und so weiter gerichtet werden würde. Aber aktuell sind die Reopening Stocks aktuell im Fokus und von daher, Verbio, schauen wir mal, wie die Entwicklung weitergeht. Erst einmal noch keine rosigen Vorzeichen und auch keine Umkehr, die stattgefunden hat. Hier brauchen wir auch wieder eine Kursumkehr nach oben. Und das war's mit den Fragen für heute. Wir sehen uns dann wieder am Mittwoch bei Marktanalyse live und dann auch wirklich live, nicht als Videoaufzeichnung wie das jetzt hier. Ich verabschiede mich bei euch für heute, wünsche euch noch einen guten Start in die Woche, erfolgreiche Trades und Investments und bis zum nächsten Mal. Bis Mittwoch. Ciao.